fertig machen. Jetzt ein echter Slammer, ja? Weil den hat er gegen Goethe gelassen. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich schmeiße für Schiller den Handschuh in den Ring. Der Handschuh. In seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, auf tut sich der weite Zwinger. Und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor. Daraus rennt mit gewaltigem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und recket die Zunge. Und im Kreise scheu umgeht er den Leu, grimmig schnurrend. Darauf streckt er sich murrend zur Seite nieder und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still und herum im Kreis von Mordlust heiß lagern die greulichen Katzen. Da fällt von des Alterns Rand ein Handschuh, von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leuen mitten hinein. Und zu Ritter Delorges spottenderweis wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, wie es mir schwört zu jeder Stund? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte. Und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger und mit Erstaunen und mit Grauen sehen es die Ritter und Edelfrauen. Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Mund. Aber mit zärtlichem Liebesblick. Er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde. Wir sind eins. ARD.